Herzlich willkommen zu DL Produktion News. Heute mit diesen Themen. Unwetter in der Schweiz. Im Kanton Schaffhausen sind Bäche über die Ufer getreten und haben Äcker und Keller überschwemmt. Wir berichten live aus dem Kleckau. Siblinger Wald. Letzte Woche haben Passanten berichtet, dass angeblich Büstenhalter an Bäumen aufgehängt worden sind. Wir berichten auch hier live aus dem Siblinger Wald. Im Studio der Dominik Brüllmann und der Kamera der Lukas Storm. Wir haben gehört, dass im Siblinger Wald angeblich BHs aufgehängt worden sind von unbekannten Personen. Wir sind dem nachgegangen und haben jetzt einen Aussenreporter im Siblinger Wald und haben live zugeschaltet. Da ist der Lukas Storm. Wie sieht es denn aus im Siblinger Wald? So, ich bin hier in einem abgelegenen Stück Siblinger Wald und es ist wirklich so, hinter mir sind über 40 BHs von unbekannten Personen an den Bäumen aufgehängt worden. Und wenn man sich jetzt den Ort anschauen, wo befindest du dich denn jetzt gerade? Wie gesagt, es ist relativ abgelegen, oben an Siblingen, in einer Sackgasse vom Waldweg. Es ist sehr schwer zu finden. Danke, Lukas Storm. Der Sturm Joachim und das Unwetter in der Schweiz hat auch im Kanton Schaffhausen diverse Schäden hinterlassen. Im Klecki haben wir jetzt einen Aussenreporter vor Ort und ja, haben live zugeschaltet. Dominik Brüllmann. Wie sieht es denn aus jetzt im Klecki? Also ich bin jetzt hier in dieser besagten Gegend und genau zwischen Hallau und Gächlingen. Und hinter mir sieht man einen Seltenbach, also so ist der Name von dem Bach. Und wie der Name schon sagt, hat er eigentlich in der Selten viel Wasser. Also es gibt sehr viele Tage im Jahr, wo der ausgetrocknet ist. Aber nicht letzte Woche, nämlich letzte Woche ist der sogar über die Ufer getreten. Und schuld ist nicht der Sturm Joachim, sondern eher das Unwetter mit dem Regen. Man sieht, der Wasserstand von dem Bach war sehr hoch gewesen. Er ist also bis etwa da ist das Wasser gekommen. Man sieht es noch vom Gras her, wie es gegen Führer zeigt. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt gut seht. Aber der Wasserstand ist also sehr, sehr hoch gewesen. In Hallau hat es Äcker überschwemmt und in Trassendingen sind Keller gefüllt worden mit Wasser. Und in Hallau sind zum Teil, da weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, dass in Hallau zum Teil Telefonleitungen tot waren. Ja, so war es letzte Woche und ich gebe damit zurück ins Studio. Danke vielmals. Das war es von uns. Ich hoffe, euch hat die Sendung mit diesen zwei kurzen Meldungen gefallen und auf Wiedersehen miteinander.